Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs aus dem Skala in Ludwigsburg. In unserer heutigen Sendung zu Gast ist Jens Rommel, seit Ende 2015 Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von Naziverbrechen hier in Ludwigsburg. Guten Abend, Herr Rommel. Guten Abend. Herr Rommel, was ist genau die Aufgabe der Zentralen Stelle zur Aufklärung von Naziverbrechen? Die Zentrale Stelle hat den Auftrag, sämtliche Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten aufzuklären. Dazu sammeln wir weltweit Beweismaterial, sichten das und werten das aus. Und das Ziel ist, die Taten zu beschreiben nach Ort und Zeit. Und wenn es noch Beteiligte gibt, die leben, geben wir die Verfahren an die Staatsanwaltschaften ab. Nur für unsere Zuschauer, um das historisch einzuordnen, es geht um die Nazi-Vergangenheit und nicht um eventuelle Straftaten von Neonazis, die jetzt verübt werden. Genau, die Zentrale Stelle hat den Auftrag, die Verbrechen der Nationalsozialisten bis Mai 1945 zu bearbeiten. Seit wann gibt es denn die Zentrale Stelle? Die Zentrale Stelle ist nicht gleich nach dem Krieg gegründet worden, sondern tatsächlich erst 1958. Bis dahin hatte schon Strafverfolgung stattgefunden, durch die Alliierten zunächst, durch ausländische Staaten, aber auch durch Gerichte der Bundesrepublik und Anfang der 50er Jahre war dann eine gewisse Beruhigung mhm. eingetreten. Man dachte, man hätte schon alles aufgeklärt. Bei ihnen in der Schandorfer Straße hier in Ludwigsburg lagern, wenn ich richtig informiert bin, rund 1,7 Millionen Karteikarten mit Namen von Tätern, Verdächtigen, Zeugen und Tatorten, wie sie es eben auch beschrieben haben, nach über 70 Jahren, die jetzt Seit der Nazizeit vergangen sind, werden viele Personen, um die es sich in den Akten handelt, nicht mehr am Leben sein. Ist es dennoch ein wichtiges Archiv? Also, wir verstehen uns noch gar nicht als Archiv, sondern was dort zusammengetragen ist, sind die Ermittlungsverfahren der zentralen Stelle und wir ermitteln bis heute weiter. Es ist aber natürlich inzwischen auch schon ein Wert als Archiv, nämlich für die Geschichtswissenschaften, die Forscher, die sich informieren wollen, auch wie nachkriegsdeutschland mit seiner Vergangenheit umgegangen ist. Sie haben es eben schon angesprochen, nach 1945 hat die deutsche Justiz zahlreiche Verfahren wegen NS-Verbrechen bearbeitet, Mitte der 50er Jahre, Sie hatten es angesprochen, hat man dann eigentlich so den Eindruck gehabt, es ist alles aufgearbeitet, aber da setzte ja dann 1958 erst Ihre intensive Arbeit der Recherche und der Aufklärung ein. Ja, es war in der Tat so, dass die Verfahren zurückgegangen waren, Anfang, Mitte der 50er Jahre. Man hatte das Gefühl, man hat alles aufgeklärt, man kennt die Taten und die Täter. Und auch das Klima um die Justiz herum hatte sich gewandelt. Nach Wiederaufbau und Westbindung, Wiederbewaffnung und dann auch Wirtschaftswunder haben die Leute lieber nach vorne geschaut. Und dann kam es 1958 in Ulm zu einem Prozess wegen Verbrechen durch die Einsatzgruppen im Gebiet von Tilsit. Und da wurde klar, dass uns viele Taten noch gar nicht bekannt waren und auch keine Staatsanwaltschaft zuständig gewesen wäre, um diese zu verfolgen. Und um dem abzuhelfen und um die Ermittlungen voranzutreiben, wurde dann 1958 hier in Ludwigsburg die zentrale Stelle eingerichtet. Wie kam es dazu, dass man Ludwigsburg gewählt hat als Standort? Ja, das, ähm, die Initiative ging aus vom baden-württembergischen Justizminister Hausmann, weil dieser Prozess in Ulm geführt worden war. Und dann suchte man nach Räumen in der Nähe der Landeshauptstadt, in der Nähe einer Staatsanwaltschaft, wo man kooperieren konnte und in einer Stadt, in der wenig zerstört worden war. Jetzt schauen wir mal 1958, äh, als es gegründet wurde und bereits seit 1960 können ja nur noch... Äh NS-Verbrechen verfolgt werden, die den Tatbestand des Mordes erfüllen. Alle weiteren Verbrechen, auch beispielsweise Totschlagsdelikte, unterliegen seit diesem Zeitpunkt ja der Strafverfolgungsverjährung. Es ist so, dass sich die Bundesrepublik entschieden hat, mit dem normalen Strafgesetzbuch zu arbeiten. Anders als die Alliierten beispielsweise verfolgen wir keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Großverbrechen, sondern wir müssen mit dem normalen Strafgesetzbuch arbeiten. Und dazu gehört auch, dass Straftaten verjähren, wenn sie länger her sind. Und in der Tat sind bereits 1960 alle anderen Taten verjährt, also auch Freiheitsberaubung mit Todesfolge, Totschlag, also Dinge, die die tatsächlich zu schweren Verbrechen gehören konnten, seit 1960 nicht mehr verfolgt werden. Mhm. Äh, früher waren ja für Sie als Behörde äh, die Archive im Ostblock äh, nicht zugänglich. Ähm, nach der Wiedervereinigung hatten Sie dann auf einmal Zugang wirklich zu umfänglichen Daten. Ist da noch mal viel rausgekommen? Also man musste auch nach der Wiedervereinigung und der Wende in Osteuropa zunächst die Kontakte herstellen, um dort in Archiven arbeiten zu können. Wir hatten Zugang insbesondere zu Akten, die die Sowjetunion geführt hatte gegen deutsche Kriegsgefangene. Und da haben wir versucht herauszubekommen, ob weitere Beteiligte dieser Kriegsverbrechen verfolgt werden können. Leider haben die Unterlagen aus Moskau dafür nicht ausgereicht, um nach unseren rechtsstaatlichen Überzeugungen heute noch einen Tatnachweis führen zu können. Regio TV. Herr Rommel, heute recherchieren Sie sehr viel im Ausland, arbeiten mit ähnlichen Behörden wie der Ihren zusammen. Welche sind denn da die wichtigsten Länder? Unsere Hauptpartner sind naturgemäß die Opferstaaten. Wir arbeiten auf täglicher Basis mit Polen zusammen, das eine Hochkommission eingerichtet hat, um die Verbrechen am polnischen Volk zu verfolgen. Da findet ein intensiver Austausch von Informationen statt. Die geben uns Namen herein, fragen, ob wir Erkenntnisse haben. Umgekehrt, wenn wir etwas brauchen, fragen wir dort genauso nach. Auch mit Italien hat es in den letzten Jahren einen sehr intensiven Austausch gegeben, als dort noch Verbrechen bekannt geworden sind. Und natürlich besteht Kontakt zu israelischen und amerikanischen Dienststellen. Ein großes Problem, wir haben es eben schon etwas äh, angeschaut, die biologische Uhr tickt. Man sieht es auch ähm, an dem letzten spektakulären Fall, der 2011 äh, zur Verurteilung kam, der Fall dem Janjuk. Äh, dann ging es dann in die Revision, in der Revision äh, ist äh, der Verurteilte gestorben. Ähm, viele Täter sind auch jetzt verstorben, bevor äh, das Verfahren eröffnet werden konnte. Ist das ein großes Problem? Ja, das, also wir haben viele Probleme durch den Zeitablauf. Ein anderes Problem ist zunächst mal sind die Beweisschwierigkeiten. Nicht nur die Beschuldigten werden älter, sondern auch die Zeugen werden älter. Viel Wissen geht einfach verloren. Aber für uns als Strafverfolger ist es so, dass wir lebende Beschuldigte brauchen, um überhaupt ein Verfahren durchführen zu können. Und sie müssen auch verhandlungsfähig sein, damit sie sich diesem Verfahren auch stellen können. Es wurden ja in der Vergangenheit nur wirklich ein geringer Teil der Verbrechen äh, tatsächlich vor Gericht gebracht. Viele sagen, man hätte in der Vergangenheit viel mehr Täter äh, zur Rechenschaft ziehen können, man hätte mehr Prozesse führen können. Jetzt wird es natürlich schwer, wir haben es angesprochen, hat sich da die Justiz in der Vergangenheit äh, vor Aufgaben gedrückt oder vor ihrer Verantwortung die Augen verschlossen? Das ist natürlich aus der Rückschau ganz schwer zu beurteilen, wenn man sich die Verhältnisse in den 50er und 60er Jahren vor Augen führt. Es ist ja auch so, dass die Alliierten beispielsweise die Hauptkriegsverbrecher Anfang der 50er Jahre begnadigt und auf freien Fuß gesetzt haben. Nach heutigen Maßstäben muss man aber sagen, dass sehr viele Menschen nicht vor Gericht gestellt worden sind, die sich hätten strafrechtlich verantworten müssen. Was reizt Sie daran, eine Behörde zu führen, die mit dem zunehmenden Abstand äh, zu den Nazi-Verbrechen, so scheint es ja, immer weniger aufklären kann? Also für mich als Staatsanwalt war das eine einmalige Gelegenheit, hier nach Ludwigsburg zu kommen. Auch für mich stellen diese Verbrechen zunächst ein geschichtliches Ereignis dar. Und damit dem Handwerkszeug und durch die Brille des Staatsanwalts draufzuschauen, hat mich gereizt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das versuchen, was wir heute noch machen können, auch redlich aufzuklären. Jetzt spielt ja der Bundesgerichtshof äh, im Hinblick auf seine Rechtsprechung zu den Beihilfetatbeständen zum Mord eine gewichtige Rolle im Bereich der Aufklärung, äh, zum Beispiel auch der Geschehnisse von Auschwitz. Inwieweit tangiert das Ihre Arbeit? Rein praktisch jetzt? Ist ja, es ist ja das so, wir bereiten kann. ja die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaften und die Hauptverhandlungen vor, indem wir eben unser Material zusammentragen. Und wir machen das natürlich nur, soweit auch Verurteilungen möglich sind. Das heißt, wir suchen uns natürlich die Fälle heraus, bei denen wir auch damit rechnen können, dass sie nachher vor Gericht zu einer Verurteilung führen. Und deswegen haben die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs die Hürden für die Strafbarkeit, die dort aufgestellt werden, ganz praktische Bedeutung für uns. Schauen wir mal in die Zukunft. Haben Sie aktuell noch Fälle, die Sie aufklären und lohnt es sich, ich weiß, Sie waren vor kurzem in Argentinien, ähm, im Ausland noch nach Tatverdächtigen zu suchen? Also wir haben tatsächlich drei Ermittlungsschwerpunkte, zwei sind im Ausland. Das sind die Archive im Osten, die wir weiter auswerten. Wir suchen tatsächlich auch nach... Untergetauchten Nazi-Verbrechern immer noch in Südamerika. Der Hauptschwerpunkt sind aber Wachmannschaften und anderes Personal aus Lagern. Das, was wir im letzten Jahr und in diesem Jahr vor Gericht erleben, nämlich Hauptverhandlungen gegen Lagerpersonal wie Herrn Gröning, da arbeiten wir weiter und forschen weiter in Auschwitz, aber auch in anderen Lagern wie Bergen-Belsen oder Neuengamme. Ihre Arbeit hat ja neben dieser reinen juristischen Aufarbeitung, so ist es mein Eindruck und meine Meinung, auch eine gesellschaftspolitische Dimension, um für gegenwärtige und kommende Generationen die Verbrechen der Nazizeit lebendig zu halten, quasi so eine Arbeit gegen das Vergessen. Also der Auftrag ist zunächst ein strafrechtlicher, nämlich eben zur Aufklärung dieser Verbrechen beizutragen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass gerade die Hauptverhandlungen, die wir letztes Jahr erlebt haben, auch diesen Zweck erfüllt haben, nämlich dass die Geschädigten noch einmal gegenüber dem deutschen Staat zu Wort kommen und dass in der Öffentlichkeit hier eine Hauptverhandlung und über die Medien über die Taten berichtet wird und die Akten eben nicht einfach geschlossen werden. Vielleicht eine letzte Frage, wenn Ihre Arbeit vielleicht auch mal abgeschlossen ist, alle möglichen Tatverdächtigen sind tot, was passiert dann hier in Ludwigsburg mit der zentralen Stelle? Gibt es da schon Pläne? Wir können noch nicht sagen, wie lange wir weiter ermitteln können. Wir werden es versuchen, bis zum Schluss Taten aufzuklären. Die Justizminister, die die Stelle bezahlen, haben aber tatsächlich auch schon in die Zukunft geblickt. Und sich entschieden, dass Ludwigsburg als Standort erhalten werden soll. Sie meinen nämlich, dass unser Fundus hier wichtig ist in der Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit, aber auch mit den Versuchen der Aufklärung durch die Gesellschaft in der Bundesrepublik. Schönes Schlusswort, Herr Rommel. Herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Viel Fortun bei Ihrer Arbeit zur Aufklärung der Verbrechen, die man noch aufklären kann. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein beim Stadtgespräch. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern.